Ich fand die Veranstaltung sehr gut. Ich finde auch, es ist ein sehr gutes Format, weil man die halt alle drei Kandidaten nochmal kennenlernt und halt auch das Gefühl hat, als Basis halt gehört zu werden und mitreden zu können. Und würde mir mehr so Sachen wünschen. Wir haben nochmal gespürt, die CDU, die ringt um Argumente, die lebt von innen heraus. Das war ja die letzten Jahre nicht immer so, sage ich mal. Und das ist was ganz Besonderes. Ich bin zur Regionalkonferenz gekommen, weil ich finde, das ist ein spannendes Format und weil ich finde, es ist auch im Vergleich zu den anderen Parteien hier in Deutschland echt eine einmalige Geschichte, dass sich drei ziemlich starke Kandidaten der Parteibasis stellen, sich vorstellen. Wen ich wählen kann, weiß ich noch nicht. Es waren alle drei sehr glaubhaft drüber gekommen. Also es hat mir sehr viel gegeben. Und ich finde alle drei Kandidaten sehr gut, muss ich sagen. Diese Veranstaltung gefällt mir besonders gut, weil die CDU drei sehr kompetente Persönlichkeiten nach vorne stellen kann und die sich hier in einem sympathischen Wettbewerb miteinander messen. Also ich finde das absolut klasse, dass die drei Kandidaten nicht gegenseitig sagen, der ist total schlecht und der kann es sowieso nicht, sondern dass sie sich gegenseitig mit Respekt begegnen und dass sie sagen, ja, wir wollen eigentlich alle das Gleiche, wir wollen die CDU wieder stark machen. Ich habe vor allem das Gefühl, dass gerade die Leute, die auch nicht zum Parteitag fahren können, und wir haben hier teilweise Kreisverbände, die stellen nicht mal einen eigenen Delegierten, hier wirklich die Möglichkeit haben, ihre Fragen loszuwerden und Antworten drauf zu bekommen und sich ein Bild vor allem machen können von den Personen. Insofern ist es eine Frischzellenkur, würde ich fast sagen, für unsere Partei. Ganz neue Impulse. Ich freue mich, dass wir die Kandidaten hier kennenlernen konnten. Auch mal in anderen Fragen, die sowieso nicht beantworten den ganzen Tag vor den Kameras. Sehr persönlich, sehr nah. Und wir werden das auch mit in den Kreisverband nehmen und den Mitgliedern mitteilen und natürlich auch unseren Delegierten jetzt auf den Weg geben. Und ich freue mich dann auch auf die Heimfahrt, weil wir sehr viel mitnehmen können.